da sind wir wieder zurück. Ja, ich würde mal sagen, nach Lapskaus, Grünkohl und viel Migräne sind wir wieder da. Wir sind wieder da. Ja. Juhu. Hast du uns schon vermisst? Ja, total. Da siehst du. Dann wird's höchste Zeit und jetzt legen wir los. Hast du schon ein Anfangsstatement? Nein. Okay. Nein. Dann legen wir jetzt los. Sie ist wieder kreativ. Ja. Die Pochers waren gestern. Hier ist der einzig wahre Pärchen-Podcast. Die Buddies, eine fast perfekte Ehe. Und was die beiden in dieser Woche wieder erlebt haben, erzählen sie uns jetzt. Hier sind Christine und Frank. So, schönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag und gute Nacht, egal wann ihr uns hört. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Die Buddies. Ich habe jetzt gerade gar nicht nachgeschaut. Es müsste aber mittlerweile schon Folge 27 oder 28 sein. Ich weiß nicht, wir haben ja letzte Woche pausiert. Jetzt habe ich den Überblick verloren. Pausiert? Haben wir? Pausiert. Ja, ja, du hast pausiert in Hamburg. Auf Derry Papa nachts um 1:30. Wolltest du eigentlich mit mir gehen? Aber du warst der Meinung, wir machen hier auf sterbenden Schwan und Migräne. Ja, ich war ein sterbender Schwan. Bleiben nee, wir Samstag hatte ich ja keine Kopfschmerzen. Na klar. Da war mir ja total schlecht. Ja gut, das war wahrscheinlich der Vorbote. Und am Sonntag hatte ich dann. Und letztendlich kommt das ja auf selber raus. Also es war ja nichts mit dir anzufangen, ob jetzt übelnderweise oder kopfschmerzenderweise. Aber lass uns doch gerne mal mit Hamburg beginnen. Ja, wie ist jetzt Revue passierend, außer ganz viel Kopfschmerzen und ganz viel Übelkeit? Das war trotzdem schön. Ja, was war denn das, was bleibt dir in Erinnerung, was war am schönsten? Oh, ich fand es schön, die Leute wieder zu sehen. Ja, so wen denn so? Den Jürs. So den Holgi, den Jürs habe ich nicht gesehen. Ach, der übrigens halt Geburtstag hat. Und mal Happy Birthday, sing doch mal kurz Happy Birthday, so im Marilyn Monroe-Style. Happy Birthday to you. Mr. President. Ja, du hast Mario wieder gesehen. Ja. Du hast Holgi wieder gesehen. Ja. Olli hast du das erste Mal gesehen. Olli habe ich das erste Mal gesehen, war auch total nett. Und warst überrascht, wie man so viel reden kann, oder? Nee, bin ich ja von dir gewohnt. Naja, aber da liegt schon noch ein Schippchen drauf, oder? Ja. So im Restaurant Ansicht war ja im Restaurant. Im Restaurant habe ich gar nicht viel. Ich hatte solche Kopfschmerzen. Ich konnte euch nicht folgen. Ja, überlege mal. Kopfschmerzen und dann Ratter um dich herum. Es war ja generell eine laute Kulisse, ne? Also ja, das war halt voll, ne? Ja. Ich habe das. Wie hieß das? Hamburgs Fischerstübchen, glaube ich, hieß das. Fischerstübchen. Ich glaube schon. Oder? Ja, ich glaube, so ist das. Und da gab es endlich den Lapskaus. Da gab es Lapskaus und ich konnte gar nicht viel essen, weil ich solche Kopfschmerzen hatte. Halbe Portion gegessen. Du hast sogar noch ein Spiegelei übergelassen. Du hast den Rollmops nicht gegessen. Ja, du ja den auch nicht, nee. Und vor allem, war so schrecklich. Vor allem war das All-You-Can-Eat Lapskaus. Ja, wir hätten noch 20 Mal nachholen können. Dann hätte es sich auch gelohnt, denn die Portion hat 20 Euro gekostet. Ja. Aber der war sehr lecker und ist schon kein Vergleich zur Büchsen-Lapskaus, oder? Nee, gar nicht. Ich glaube, ich muss es doch mal noch selber probieren. Ja, gibt es schöne Rezepte und das ist gar nicht so schwer. Das sagst du immer, weil du musst es ja nicht kochen. Ach, so ein Schmarrn hier, wer ist denn Köchin? Also das ist ja nun wirklich, du musst doch gerade als Köchin, musst du doch sagen, das mache ich hier mit einem Fingerschnipp. Bubbeldi-bubbeldi-bu, sozusagen. Hibbeldi-bubbeldi-bu. Also müssen tue ich mal gar nichts. Naja, ein bisschen Berufsehre hier. Nicht immer dieselben drei Rezepte, nicht immer nur Leberkäse und Schupfnudeln. Aber das war ja an dem Lapskaustag, das war der Sonntag, das war ja nicht unser erstes Essen gehen. Nee, das erste Essen gehen war im, wie hieß das, in einem Steakhouse auf jeden Fall. Genau, ist ja egal, wie es hieß. Und da haben wir Steaks gegessen. Schon, ja, das war schon auch gut. Ich hatte, so wie das Restaurant hieß, das Steak. Okay. Irgendwas also mit Steak nach Art des Hauses sozusagen. So ungefähr. Nach Namen des Hauses. Und dazu hatten wir Bratkartoffeln. Ich hatte auch eins, ich weiß gar nicht, was ich für eins hatte. Was hatte ich? Ich hatte dieses Filet. Ich hatte das Filet, genau. Mhm. Mit Bratkartoffeln. Und die waren auch richtig gut. Die waren auch richtig gut, ja. Bei Bratkartoffeln könnte man sagen, da kannst du nicht viel falsch machen. Ich finde, da kann man total viel falsch machen. Da kannst du alles falsch machen. Zu hart, zu labbrig, zu ungewürzt und so weiter. Da kannst du ganz, ganz viel falsch machen. Ja. Aber das war lecker. Mhm. Ja? Und, aber es war generell, muss man sagen, wettertechnisch ein scheiß Wochenende.
Ja, es war sehr... Nicht Amazon. Regnerisch. Es war halt Hamburger Schiedwetter. Ja, so ein bisschen, so nicht ein bisschen, no. so ein bisschen Hamburger Schiedwetter. So ein Baiten. Und dann waren wir ja noch montags morgens bei Mr. Brandt bei Hamburg 1. Ja. Wie war das für dich? Du warst zwar nicht im Studio drin. Aber da braucht man mich auch nicht. Nee, aber zum Reingucken jetzt mal meine ich. Also, ja, aber ist schon eigentlich ein ganz professioneller Haufen da, ne? Ja, und, das kann man nur so sagen. Da haben wir ein bisschen Dschungeltalk gemacht. Nachdem wir beide ja an dem Wochenende dem geschuldet, weil wir viel weg waren, aber auch weil du oftmals außer Gefecht gesetzt war, so ganz viel vom Dschungel gar nicht mehr mitgekriegt haben. Nee, aber du hättest ja ohne mich gucken können. Du warst ja aber selber müde und hast dann geschlafen. Ja, das ist so. Stimmt. Schiebe es nicht mir zu, ja? Nee, wo du es gerade sagst. Oh, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen Jetlag zu haben, so innerhalb Deutschlands. Also nee, das war einfach so dieses 3-4 Stunden nachts schlafen. Ja. Und dann bist du am nächsten Tag einfach dementsprechend genau, geredet. Genau, du warst ja den ganzen Samstag bei Holger. Genau. Am 8 Stunden waren wir da zugange. Eigentlich war es sogar länger. Du warst ja um 12 schon ja, da. Ja, 12 bis 8. Ja, acht du bist um 9 erst nach Hause, also ins Hotel gekommen. Aber ja, auch da gab es noch eine schöne leckere Pizza und so. Ich habe eine Hawaii-Pizza gegessen. Mhm. Die war gut. Wenn du ja schon am Nachmittag, nachdem du dein Beauty-Erlebnis hattest. Ja, meine Gesichtsbehandlung. Ja, du wurdest einmal, wurde alles auf links meine gezogen. mein Gesicht wurde gereinigt und gepflegt. So nennt man das. Ja. Ja. Einmal Enthauptung. Also einmal abgeschliffen und ja. Und ein Update. Neu verspachtelt. Ja. Mit oder ohne Botox? Naja, ohne. Okay. Ja, also nicht wie Frau Zietlow. Nee. Okay. Nee. Ja, aber an sich können wir sagen, was gibt es noch irgendwas aus Hamburg, was wir da berichten können? Etienne hast du kennengelernt persönlich. Genau. Dann waren wir noch generell da für ein Fotoshooting. Haben wir uns in Szene gesetzt. Du, dich, ich, mich, wir, uns. Das heißt, bei den kommenden Thumbnails, auch für die Buddies, werden wir demnächst diese Fotos zu Gesicht bekommen. Wie hast du dich da gefühlt? Das sind ganz tolle Fotos. Ich mag keine Fotos von mir. Ja. Hast du dich nicht wie so eine kleine Prinzessin gefühlt? Nein. Nein. Hm. Und du dich hoffentlich nicht wie eine rumänische Warze. Oh. Wandert eine rumänische Wanderwarze. Mhm. Mhm. So bist du, nur du, nur du. So, damit ich auch mal gesungen habe hier im Podcast. Dafür werden wir ich immer. Ich glaube, inzwischen singst du in jeder Folge. Ja, ja, eben. Deswegen, also es muss ja einmal pro Folge. Und passend natürlich, als wir aus Hamburg wieder weg sind, können wir sagen: In Hamburg sagt man Tschüss. Beim Auseinandergehen. Aber ansonsten hätten wir natürlich gerade auch Freitag und, gerade auch Samstag und Sonntagabend durchaus noch ein bisschen Entertainment-Programm vertragen können, weggehen-mäßig, wenn wir in der Lage gewesen wären. Wenn wir in der Lage gewesen wären, ja. Was hättest du gerne? Gut, du wärst ja gerne Reeperbahn. Ich wäre gerne auf die Reeperbahn, ja. Ja. Fing ja schon damit an, dass wir unser Date am Freitagabend nicht hatten. Ja, sehr schade. Ne? Da wurden wir Zeuge einer Ehekrise, hätte ich beinahe gesagt. Einer Beziehungskrise. Naja, man hat sich halt gestritten. Ja. Gibt's bei uns ja kommt auch. Kommt vor. Ne, gibt's ja auch bei uns. Ja, und dann kriegst du ja einen auf den Deckel und dann ist wieder gut. So, dann gibt's einmal den Edebowl genau. In die Magengrube und dann passt dann das schon. Dann ist wieder gut. Jo, aber sonst war Hamburg schön, oder? Hast ja. Nicht bereut, mitgeflogen zu sein. Aber wie war es denn ich mal wieder zu Hamburg. Fliegen? Ja, halt geflogen. Ich bin jetzt ja schon viel Flieger hier. Wundert mich, dass du kein Meilenkonto hast. Also das, so wobei ich eigentlich nur ja, Hamburg und Berlin. Berlin sind wir auch geflogen, ja genau, und Ägypten. Und Ägypten. Aber die meiste Zeit war ich in Hamburg, wenn ich geflogen bin. Das stimmt. Ja, und ohne mich warst du ja auch schon in Hagenbecks Tierpark zum Beispiel. Ja, da wärst du auch nicht mitgegangen. Nö, ich war Tierpark. Das ist am hättest du laufen müssen. Nee, ich gehe durch, also wenn es eine Innenstadt mit Geschäften ist, glaube ich. Ja, genau. Nee, aber dann laufe ich doch gerne. Aber jetzt irgendwelchen Tieren hinter Gittern angucken und bespaßen, weiß ich nicht. Nö, gehe ich lieber in den Zirkus. Das ist mehr Tierquälerei.
Nein, es gibt ja, muss man ja sagen, gibt ja mittlerweile kaum noch Zirkusse mit Tieren. Also auch Krone und Co., glaube ich, machen mittlerweile nur noch Artistik, wenn ich das so richtig, kann das sein? Nein. Nein? Ich glaube nicht, dass Zirkus Krone auf seine Wildtiere verzichtet. Ich weiß gar nicht, weil Stars in der Manege, und das ist doch im Krone aufgezeichnet worden mit Jörg Pilawa. Ja, es wird das waren viel jetzt im ausschließlich, gemacht, das waren ausschließlich jetzt artistische, da sind keine Tiere mehr. Deswegen dachte ich jetzt, vielleicht hat man das jetzt so ein bisschen aufgegeben. Aber es wird viel in dem Zirkus Krone gemacht. Aber wo ich ja gerne mit dir mal hingegangen wäre, weil das ist jetzt schon in diesem Jahr 24 Jahre her. Und weil das gar nichts mit Tieren zu tun hat und dir, glaube ich, trotzdem gefallen würde, ist der Zirkus Flickflack. Ja, den habe ich damals in Nordrhein-Westfalen, in Bochum war ich da. Wie gesagt, das ist 24 Jahre her, deswegen wäre es mal spannend zu sehen, wie sich das so verändert hat in all den Jahren. Ich werde aber nie vergessen, hast du unter anderem so eine, kennst du ja vielleicht vom Jahrmarkt, diese riesen Stahlkugel, wo so Motorräder drin Loopings machen. Die sind allerdings, bevor sie da, die müssen ja irgendwie rein in diese Kugel und fahren über deinen Kopf hinweg, übers Publikum, ohne Sicherheitsnetz oder irgendwas, sondern wirklich über so ein Brett. Und dann fliegen die einmal so mit einer Rampe über deinem Kopf hinweg. Das ist schon, vor allem laut. Und, ja, so, weißt du? Oh, gleich fing sie an, mein Haar zu singen. Ja. Dengel, 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 Dengel. Oh, Vene, Jo, Meiste. Vene. Die Russen kommen. Echt? Sagt er doch. Legendär natürlich das Fußballspiel bei Werner, wo wir gerade dabei sind. Und die Szene mit dem verstopften Klo, kannst du dich daran erinnern? Wo die den Pömpel und das ganze Haus überfluten. Du warst ja vor kurzem auch mit einem Pömpel im Gange. Ja, hatten wir schon erzählt. Und aber bei Flickflack, was sich wirklich eingebrannt hat, sind die Horrorclowns. Es gab Horrorclowns. Sie sahen alle so ein bisschen, das fällt mir im Nachhinein erst ein, so ein bisschen aus wie Art der Clown. Okay. Und das sollten war, nicht einfach nur Pantomime das sein. Das war dann dunkel und haben sich mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet und es war wirklich erschreckend. Also das ist in der Tat nichts für ganz kleine Kinder. Mhm. Und auch nicht für unser großes, mittleres, kleines, großes Kind. Das nee, dann kann sie nicht schlafen. Das, ja, wobei das mal gut, also wäre wie immer. Sozusagen. Genau. Ja, also Flickflack, aber die sind, glaube ich, wirklich nicht in Süddeutschland unterwegs. Kann das sein? Also ich habe da jetzt nicht groß in den letzten Jahren Plakate oder irgendwas gesehen. Hattest du nicht mal erzählt, in Augsburg wären sie mal gewesen? Das kann sein, ja. Aber ich glaube, sie sind einfach ganz viel in NRW zum Beispiel unterwegs. Aber gut, jetzt haben wir Karneval, Fasching, wie sagt wir man haben hier? Fasching. Karneval. Mhm. Gestern war Weiberfastnacht. Ja. Ach, übrigens noch alles Gute zum Namenstag. War gestern? Ja, dein Namenstag war gestern. Warum? Also, weil gestern wurde das nicht gefeiert? Ja, pass auf, weil gestern alle Lumpen Namenstag hatten. Gestern war der lumpige Donnerstag. Ja, ich bin froh, dass du keine Schere zur Hand hattest und dich an meiner Du hast ja auch keine Krawatte. Krawatte. Naja. Weil ich ja was anderes abschneiden soll. Du hast ja durchaus eine Sehschwäche mittlerweile schon, weil du musst ja beim Autofahren eine Brille tragen. Nicht nur mittlerweile ist schon, sondern seit ich einen Führerschein habe. Deswegen bin ich da mir nicht ganz so sicher, ob du Krawatten und Längen und so weiter, ob das alles so noch gut auseinander Ob ich eine Krawatte von deinem Schniepele da unterscheiden kann. Ja, von der Fleischwurst. Hm. Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ja? Hm. Okay. Ja, als was verkleidest du dich? Wir hatten da gestern schon so leichte Theorie, die möchtest du wahrscheinlich jetzt nicht wiederholen. Was, dass ich als Schlampe gehe? Aber es war zumindest ein Lacher wert, du hast dich sehr amüsiert. Ja, das war sehr lustig. Genau, ich gehe als, ich mag das gar nicht sagen. Nee. Nein. Musst du ja nicht. Aber auf meine Frage, was ich denn anziehen soll, wenn ich als Schlampe gehe und du gesagt hast, ich soll irgendwas Schlampiges anziehen. Ja, oder ich habe gesagt, du ziehst was an und ich reiß dir die Sachen halb kaputt. Ja, ja. Genau. Und gehst dann durch die Straßen hier und sagen, als was gehst du denn? Ja. Ja,
Sieht man doch, wa? Ja. Ja. Aber du fandst das nicht so unsexy. Ach, das war schon ganz witzig. Oder? Ja, also geht nicht jeder oder beziehungsweise nicht unbedingt an Fasching, an Karneval, sondern eher im normalen Leben, unbewusst ja. vielleicht so. Ja. Aber, ja. Und dann haben wir festgestellt, wenn du eine Frau wärst, dann hättest du eine Matratze auf dem Rücken. Ja, also wenn ich eine Frau wäre, ich würde erstmal, ja, erstmal austesten, wie es denn so ist, mit dem Finger schnippen zu können und, Brad Pitt und George Clooney. Du musst aber schon eine hübsche Frau sein, ne? Und das gehe ich von aus. Okay. Gehe ich von aus. Also ich würde mich schon pimpen. Er pimpt sich. Ja. Oh, verrückt. Ach Gott. Ja. Ansonsten, ja, Hamburg Hammer. Fasching, aber du steht jetzt irgendwas an, faschingsmäßig? Naja, heute ist Kinderfasching. Heute ist irgendwas, ne? Habe ich, als ich auf dem Weg gestern hierher war, habe ich unter... doch, heute ist Kinderfasching. Um 13.33 Uhr ist ein Straßenumzug in Fronten. War es in Fronten? Ich weiß gar nicht. Das weiß ich nicht, wo. Da habe ich ein Schild gelesen, als ich von Füssen hierher bin. Es ist auf jeden Fall Kinderfasching. Mhm. Und Faschingsdienstag ist der Umzug in der Frau. Warum nicht Rosenmontag? Die Umzüge sind doch in der Regel Rosenmontag. Das ist der Umzugstag eigentlich so Deutschland. Ja, warum sollte Faschingsdienstag kein Umzug sein? Weil es Rosenmontag ist. Ja, und für was gibt es einen Faschingsdienstag? Das ist zum Auskatern. Nee, dafür ist der Aschermittwoch. Ach. Aber ist das hier eigentlich auch so wie im Rheinland, dass man so hier rosenmontagsmäßig jedem die Zunge in den Hals steckt und so? Das weiß ich nicht. Ich war nie so faschingsaffin. Okay. Einmal in meinem Leben war ich Rosenmontag in Köln und das und muss gewesen sein. Und hast du jedem die Zunge in den Hals? Man beachte deine Aussage jedem. Ja. Also 2001, weil ich da nämlich in Duisburg gelebt habe, von 2000 bis 2002. Und dann war ich 2000 oder 2001, war ich Rosenmontag einmal. Das ist ja schon ein Akt, überhaupt dahin zu kommen, weil die Bahnen so dermaßen überfüllt sind und gequetscht sind, dass du da schon unfreiwillig sexuellen Kontakt hast. Und dann heißt es natürlich jederzeit, hier willst du einen trinken oder hier ein Bützchen. Und so. Und da kannst du mal also mit jedem. Also die Frage ist beantwortet, ja, er hat mit jedem rumgeknutscht. Egal, ob weiblich oder männlich. Oftmals erkennst du es in der Maskerade ja auch nicht. Genau. Ob weiblich oder männlich. Ja. Ich habe es vergessen, es ist lange her. Er hat es verdrängt. Ja. Gab bestimmt einen Herpes danach, aber ich weiß es nicht. An der Lippe oder woanders? Ja, also bei mir wär ist die Definition zumindest eindeutig. Bei mir wär sie dann zweideutig, wenn ich das sagen würde. Ja, aber ich habe ja dich gefragt. Ich weiß es nicht mehr, wo sie gesprießt sind. Aber es ist ja auch schon so lange her. Aber ich muss sagen, nee, jetzt ohne Witz, und das kann ich ganz ehrlich, ich hatte in meinem Leben noch nie eine Geschlechtskrankheit. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Nein, ich auch nicht. Was ich mal so, aber das ist ja, hat ja nichts mit Geschlechtskrankheit zu tun, sondern so dieses, wenn du zu kalt irgendwo sitzt. Ja, das ist ja eine Blasenentzündung. Nee, nicht Blasenentzündung. So ein schön Furunkel am Arsch. Ja, das ist doch keine Geschlechtskrankheit. Nein, da sage ich doch, ich habe doch gerade gesagt, das ist ja, aber das war so im Zusammenhang mit was im Genitalbereich mal so, das hatte ich 2-3 Mal, ist aber auch schon Jahre her. Oftmals, wenn man nachts irgendwie... Hämorrhoide. Genau, wenn man nachts irgendwie am Bahnhof so auf diesen komischen Gitterbänken, weißt du, die so, die ja extra ungemütlich sind, damit du da nicht schläfst und dich da hinlegst. Mhm. Ja. Ja. Genau. Aber das ist ja unangenehm. Hatte ich nur nach Fabis Entbindung. Nach wem? Fabian, ach so, nach Kindentbindung. Piep. Oder wir müssen mittlerweile Dings, damit hier ein Ups, Ups. Ups. Genau, müssen wir aufzeichnen. Und bei den Pochern ist es ja immer ein Upi. Also wenn ein Wort fällt, was unter der Gürtellinie ist, dann ist es ein Upi. Okay. Bei uns ist es ein Ups. Ups. Ja. Aber nee, aber wie gesagt, hatte da noch nie was. Und außerdem, was heißt Kondome helfen? Wenn du einen Kerl an deiner Seite hast, der ist mit der Treue nicht so ehrlich nimmt, dann ratterst du da eventuell auch oder irgendwas auch rein. Aber du willst mir erzählen, dass du 10 Jahre lang mit deinem Partner Gummis mal benutzt. Wir haben nie eins benutzt. Nee. So,
nur mal so nebenbei, das zum Thema hier Moralapostelmäßig. Nee, aber wir hatten beide abgeklärt, dass wir einen AIDS-Test gemacht haben. Naja, ich war ja, ich ja zwangsläufig, weil ich ja zur Blutabnahme ständig bin, das wird ja alles immer mitgemacht. Also ja. Wegen der Diabetes und so weiter. Und habe keinen AIDS-Test gemacht. Nee. Aber ich war auch Blutspender. Also zu der Zeit, als wir uns kennenlernten, habe ich ein paar Jahre lang alle 3-4 Monate oder so war ich zum Blutspender. Und da wird es aber immer mit abgeglichen, logischerweise. Ich weiß gar nicht, wird das jetzt nicht einfach provisorisch auch mitgemacht, dass auch krank, wenn ich jetzt Blut abgenommen bekomme, dass einfach so Krankheiten mitgetestet werden? Nein. Schade eigentlich, ne? Also, ja, aber das müsste ja irgendjemand auch bezahlen. Ich quäl, das muss mich, ja da, ich quäl mich da alle 3 Monate durch. Bin ja nicht so der Freund des Blutabnehmens, aufgrund eines Kindheitstraumas. Aber, ja gut. Aber am Ende, wie gesagt, ne, weiß man nie, kann man Leute immer nur vor dem Kopf gucken. Das stimmt. Und, so. Womit machen wir weiter? Was hättest du denn gerne? Was wir geguckt haben? Vom Kondom zum? Zum was haben wir geguckt? Jetzt wäre es natürlich geil, wenn wir das Kondom des Grauens geguckt hätten. Das würde jetzt total passen. Haben wir das schon mal zusammen geguckt? Nee. Okay, hast du aber schon mal geguckt. Ist ja mit Hella von Sinnen. Das ist so lange her, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Dann sollten wir es mal gucken, weil es gab im letzten Jahr ein wunderbares Mediabook in 4K. Es gibt es endlich hochauflösend in ganz toller Qualität. Wobei es schon sehr affig ist. Also sprechende Kondome, die dann Fletschzähne bekommen. Ja. Und dann das beste Stück. Wobei, du hast ja so ein bisschen irre Augen. Also ich würde sagen, das Thema Französisch hat sich ab sofort erledigt. Es gibt nur noch Griechisch. Nein, danke. Wie nein, danke? Jetzt tut nicht sie so. Nicht nur noch. Jetzt tut sie so. Nee, aber nicht nur noch. Ja, aber sorry, wenn ich Angst haben muss, dass ich entmannt aus der Situation rausgehe. Was haben wir geguckt? Nicht das Kondom des Grauens. Wir haben heute Morgen noch einen Film zu Ende geguckt. Der da hieß, jetzt muss ich nochmal gucken, ich hatte mir das extra notiert. Heiliger und Sünder. Sünder und Heiliger. Im Original heißt es ja anders. Im Original. The Land of Sin and keine Ahnung was. Und zwar hieß er Saints and Sinners. Ja. Genau. Mit der neue Liam Neeson. Und wenn wir darüber sprechen, wir können ja gleich über den Inhalt sprechen, aber wenn wir darüber sprechen, fanden wir ihn gut oder nicht gut, kann ich zumindest erstmal sagen, und das ist eigentlich schon traurig, dass man das überhaupt sagen muss, aber dass es einfach mal wieder ein echter Film war. Also ohne CGI, an echten Locations, ohne Greenscreen, mit, so schien es mir zumindest, echten Stunts und echter Action. Gut, das war jetzt ja auch nicht übermäßig. Nee, aber muss es ja auch nicht. Nee, genau, aber ich wollte nur sagen, dass geil und ich wäre beinahe ein geil ins Kino gegangen. Hat sich jetzt auch nicht ergeben aufgrund deiner Konstitution, meiner Befindlichkeit. Genau, aber geil hätte ich gerne geguckt und dann hat mir jeder gesagt, wie schrecklich der war, inklusive Herr Jürs. Der mag auch kein Pumuckl. Das stimmt, das ist natürlich kein Kriterium, wenn Herr Jürs. Nee. Eigentlich wäre das ein Grund, es recht zu gucken. Ja. Vielleicht sollten wir jetzt am Wochenende noch ein bisschen, echt lange nicht mehr im Kino gewesen. Nee, mir fällt schon wieder nicht ein, was der letzte war. Im letzten Jahr waren es ja zumindest, da waren wir in Ghostbusters, war das letztes Jahr? Ich glaube, Anfang des Jahres. Dann war letztes Jahr Ambulance oder ist das schon wieder 2 Jahre her? Kannst du dich da noch dran erinnern? Der Michael Bay, wo die dem Krankentransport, der ja auch so übermäßig, wo du ja gar nicht mehr wusstest, mit fliegenden Kameras, wo es ja nur noch laut und das fand ich ja auch gar nicht mehr so gut. Das war nichts für dich. Nee, da musste es schon ein bisschen ruhiger zugehen. Ja. Wie zum Beispiel bei Saints and Sinners. Den hat mir aber Helios auch empfohlen. Ja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und ja, sagen wir mal so, wir können ja gleich über den Inhalt sprechen. Er hat mich schon unterhalten, aber käme jetzt bis dato nicht in meine Top 10 Filme dieses Jahres. Und das, obwohl das Jahr noch recht jung ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Ende des Jahres sage, Saints and Sinners ist eines meiner Highlights 2024. Oh, verschrei es nicht. Wer weiß, was da noch alles kommt.
Der neue Ghostbuster zum Beispiel. Ja, aber dann haben wir einen von 10. Und Chantal im Märchenland, da müssen wir wieder drüber sprechen. Ja, aber wie fandst du ihn dann? Also, ich fand ihn gut, auch gut und unterhaltsam, ja. Aber ich fand zum Beispiel Killers of the Flower Moon besser. Welcher war das jetzt wieder? Mit Leonardo DiCaprio und also ach so. Das ja. Kann man sagen, Sklavendrama? Nee, es ging um Indianerstamm. Ja. Der war besser, ja. Oder? Also der war aber auch packender. Anders. Der war anders. Ja. Und den fand übrigens Herr Jürs nur so lala. Der wird heute im Pantoffelkino besprochen. Holger fand den gut. Ich sag ja, der ist kein. Holger also, fand den gut oder auch sehr gut. Ja. Holger fand ihn okay. Holger fand ihn super und Holger fand nein, ihn gut. Jürs fand ihn okay. Und Mario sagte, ich dachte, das wäre ein Western. Was auch immer das zu bedeuten hat. Nee, also er fand ihn nicht gut. Er fand ihn extrem anstrengend. Und, ja. Anstrengend fand ich gar nicht. Vor allem fand ich den, obwohl er über 2 Stunden oder fast 3 Stunden ging, fand ich ihn nicht lang. Also, weil er einfach eine Geschichte erzählt und man bleibt immer dran. Und Kürzungen hätten eher dafür gesorgt, dass man Dinge hätte weglassen müssen. Ja, manche Sachen kann man nicht. War das auch eine Buchverfilmung? Ja. 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 Ich finde aber so, manche Sachen kannst du einfach nicht wegkürzen. Wenn du es machst, dann ist scheiße. Ja. Und so im Vergleich, deswegen, also fand ich den besser, aber ja, ich fand den schon okay. Und Liam Neeson zeigt aktuell sich wieder, es gibt 1, 2 Filme, als letztes, da hat er richtige Action-Knaller gedreht. In einem wieder, weiß gar nicht mehr, wie der hieß, den sollten wir vielleicht bei Gelegenheit auch mal gucken. Der ist aus dem letzten Jahr. Wobei das wieder so einer ist, so nach dem Motto, hast du schon x-mal gesehen, also du kennst ja Speed, Keanu Reeves aus den 90ern, also hier Bombe unterm Bus und du musst mindestens, was war das, 50. 80 fahren oder 50 fahren. Nicht auflegen, kannst du dann auch noch am Telefon und leg nicht auf, sonst geht's in die Luft oder was weiß ich. Das ist so, ich glaube, er sitzt im Taxi oder in einem Auto, whatever, und seine Tochter sitzt mit im Wagen und er kriegt einen Anruf und sagt, wenn du aussteigst oder wenn du anhältst oder was weiß ich, dann fliegt dein Wagen in die Luft. Ich glaube, so war's. Das ist so ein bisschen der Plot. Hat man natürlich schon x-mal gesehen, wobei ich, wenn es gut gemacht ist, also weiß ich nicht. Also es darf halt kein 2-Stunden-Film sein, weil so eine Story trägt nicht über 2 Stunden. Ja, es kommt auch an, was alles da drin passiert. Ja, klar. Dann ein Filmtipp, den ich bekommen habe, den wir die Tage mal gucken sollten, heißt Twilight. Heißt Trunk. Ist von einem deutschen Filmemacher. Und da geht es darum, dass eine Frau erwacht und liegt im Kofferraum und kommt nicht raus. Und liegt im Kofferraum, hat zwar ein Handy und wir begleiten sie dabei, zu erfahren, wie sie da reingekommen ist, wie sie wieder rauskommt. Und ja, das erinnert mich so ein bisschen, weil es auch eine deutsche Produktion, weil dies ist auch eine deutsche Produktion, an den Film, wo der im Dixie, war das im Dixie-Klo? Der hieß Ach du Scheiße, glaube ich. Der aufwacht und festgekettet ist, oder wie war das am Ende doch auch, kommt nicht mehr ins Handy ran, weil es weiter weg ist und muss sich, kannst dich nicht erinnern, halbes Jahr her. Also ich kann mich an so eine Szene erinnern, aber. Der ist im Dixie-Klo und muss doch dann noch in der Scheiße rumbühlen, um das Handy rauszufischen und ist auch in diesem Ding, was, und es geht um den Bürgermeister doch, der in Bayern. Ja, ja, ich weiß schon, Aber ob das jetzt so ähnlich ist? Na, ähnlich im Sinne von auch an einem Ort und der Film spielt an einem Ort, nämlich in diesem Dixie-Klo und hier spielt es halt in einem Kofferraum. Also das meine ich mit an einem Ort. Dass wir jetzt keine großen Location-Wechsel erleben, außer am Schluss, glaube ich, bei dem anderen Film, wo man auf den Bürgermeister ja nochmal trifft, da sind sie nochmal draußen irgendwie. Ansonsten findet das ja alles innerhalb dieses Dixie-Klos irgendwie statt. Genau. Ja, also ja, Saints and Sinners. Ja, erzähl mal. Also es geht um, wir sind im Schottischen, im Britischen? Irischen. Irischen. Liebe Grüße an meine Tante geht raus. Ja. War das West? Nord?
Nordirland. Ja. Auf jeden Fall geht es auch um die RAF oder um die, ja. Um eine Terrororganisation auf jeden Fall. Die, und da beginnt es ja direkt gleich mit einem Anschlag. Genau. Wo ja auch direkt Kinder und weil die da vorbeilaufen. Ja, eher aus Versehen. Aber genau. Passiert. Und ja, der Sinn, also was wollen die? Was ist der? Was die wollen, das. Warum machen sie diese Anschläge? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Nee, im Film meine ich jetzt. Ja, aber um die ging es ja auch gar nicht so. Um die Anschläge. Ja, wobei, das selbst ja am Schluss so ja nochmal. Ja, gut. Okay, ja, dann erzähl doch mal ein bisschen, worum es geht. Also, wir haben hier einen. Einen Auftragskiller. Genau, gespielt man die am nächsten. Genau. Der übrigens immer ein Bäumchen pflanzt. Ja. Wenn er jemanden erledigt. Die umbringt, die tragen das Bäumchen auch selber dahin und die graben auch selber ihr Grab. Genau. Und dann hat, sagt er. Ein paar Bäumchen. Und dann sagt er aber irgendwann, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich will, genau. Will das nicht mehr tun. Ja. Hat sich bekehren lassen. Ja. Vielleicht von dem Buch, das er doch da gelesen hat. Mhm. Das nämlich so heißt wie der Film. Mhm. Oder? Saints and Sinners. Und ja, aber er geht nicht einfach so in Rente. Schuld und Sühne heißt das Buch, Entschuldigung. Von Dostojewski, genau. Ja. Geht dann aber trotzdem nicht in Rente und genießt seinen Ruhestand, sondern? Nee, kann er ja nicht. Ja. Weil er tötet einen von diesen Mitgliedern. Mhm. Das weiß er aber nicht, dass der eben davon ein Mitglied ist. War ein Zufallstreffer sozusagen. Ja, es war ein Zufallstreffer. Der hat sich wohl an dem Mädchen vergangen. Der hat es halt so mitbekommen und dafür hat er sterben müssen. Da gab es auch keinen Auftrag. Das hat er einfach gemacht. Ja, und das war aber der Bruder von der Chefin quasi, von dieser kleinen Gruppe. Zumindest hat die das Sagen die ganze Zeit. Hm. Genau, und die sind dann aber am Ende auf Rache, weil es ja ihr Bruder war, der getötet wurde und sie möchte sozusagen die Verantwortlichen erledigen. Ja. Ja. Und erstmal wird der Chef, der Ex-Chef oder Ex-Auftraggeber von ihm erledigt, was er auch schon gar nicht so lustig findet. Weil eigentlich will er da ja raus und will seine Ruhe und einen Garten machen. Ja. Genau. Genau. Ja, und Resümee? Ja, ich fand ihn gut. Habe ich ja schon gesagt. Ein Satz. Ich fand ihn gut. Ja, erzähl ein bisschen, was fandst du gut? Oder hattest du auch Schwächen gehabt? Oder hätte man irgendwas, war es für dich ein rundes Ding? Ich bin kein Kritiker. Ich fand ihn einfach gut. Ich habe ihn gerne geguckt. Okay. Jetzt nicht so wie, wenn ich die Filme hier hinter mir gucken müsste, die Winnetou-Dinger. Ja, du darfst mal gerne kurz über unsere Abstimmung sprechen. Oh, ich weiß gar nicht die aktuellen Zahlen, aber wir müssen beide nicht. Ich habe ja gestern vorgestern gesagt, genau. Ja. Also wobei, weder ich muss kein Winnetou schauen und er muss leider kein Twilight schauen. Genau, und wir mussten uns sozusagen einigen, wenn der eine will, dass der andere das macht, dann muss er gleichzeitig auch sein eigenes Eingeständnis geben. Also sprich, ein Karl May gegen ein Twilight. Ich wobei ich ja gesagt habe zu dir gesagt, wenn du mich jemals zwingen solltest, trotzdem Winnetou anzuschauen, Dann musst du auch Twilight schauen. Ja, aber das ist so unverhältnismäßig. Ein 90-Minüter, der knackig und spannend ist gegen einen über 2-Stunden-Film, der ein 90-Minüter, es sind ja wie viele Teile? Na, 16. Ja, siehst du? Ja, aber merkst Twilight ist ja nur 5. Genau. Das heißt, wir kommen ja gar nicht mit den 16 voran. Also, dann haben wir am Ende ja nur 5 gegen 5. Und dann fehlen ja trotzdem noch 11. Pech. Ah, und du hast aber ja durchaus von einer Freundin da so ein bisschen Gegenwind bekommen, ne? Ich habe keinen Gegenwind bekommen. Sie hat nur gegen mich gestimmt. Aber das ist okay. Gegen mich gestimmt. Sie genau, hat gegen mich mit welcher Argumentation sie hat. Sie fand Winnetou toll. Findet. Ja, ja. Ja, ja. Schatz am Silbersee, das ist übrigens der erste. Den hat sie ja, glaube ich, explizit erwähnt. Genau. Aber vielleicht, das Ding ist, ich habe ja Twilight schon eine Chance gegeben und habe ja hinterher gesagt, ist einfach scheiße. Du hast das ja seit entweder noch nie gesehen oder doch, seit 30 Jahren nicht mehr gesehen oder so. Und es kann ja auch im Nachhinein etwas anders wirken. Du hast überhaupt keine Chance gegeben. Du hast es gequälend, hast du dir das angeschaut, ja, genau. Bist währenddessen eingeschlafen. Ja. Ja, also das ist nicht anschauen. Nein. Nein? Nein. Aber vielleicht gibt es ja Karl May irgendwann im Kino nochmal zur Wiederaufführung. Ja, dann kannst du das gerne anschauen. Tu dir keinen Zwang an. Ah.
Kannst du dir auch alle hintereinander anschauen. Aber ich könnte ja mit dir aufwiegen. Ich schaue ja Dexter. Ja, das tust du ja freiwillig. Das habe ich dir nicht als Auftrag gegeben. Das war unterschwellig jahrelang. Gib mir mal gucken. Das war unterschwellig Auftrag. Und was gucke ich mit dir alles an? Dinge, die du liebst. Ja, natürlich. Was schaust, du denn an, was du nicht liebst? Die Bettwurst habe ich total geliebt. Das ist ein Film. Und die Bettwurst 2 habe ich auch total geliebt. Den haben wir gar nicht gesehen. Und die... Den haben wir doch gar nicht zusammen gesehen. Natürlich haben wir den gesehen. Und was passiert denn im zweiten Teil? Keine Ahnung, als ob ich weiß ja nicht, was im ersten passiert. Du hast zu mir gesagt, den zweiten guckst du nicht. Du hast ihn doch trotzdem angemacht. Nein. Ja, natürlich. Und, so ein Quatsch. Ich habe mit dir die Nightmare on Elm Street Filme angeguckt, obwohl du wusstest, ich mag die. 3 von 8. Und hallo, 3 von 8. Ja und? Du hast einen Film für mich geguckt. Und du guckst jetzt Dexter. Das tust du aber freiwillig. Nein, ich unterschwellig. Ich habe dich nicht dazu gezwungen. Unterschwellig, damit ich dann mit dir zusammen einsteigen kann. Nein. Doch. Oh ja, das ist der Sinn gewesen. Aus lauter Liebe, so. Das glaubt dir niemand. Genauso wie ich mit dir die After-Film-Reihe geschaut habe. Nee, die wolltest ja du sehen. Ich wollte die nie sehen. Du warst natürlich total interessiert und hast ja, gesagt, was total. Für eine tolle Liebesgeschichte. Ja, mega. Oder? Wie hieß super. Sie noch? Die hatten noch so nicht, komische After Namen. Oder so? Nein, die Darsteller mit Vornamen. Ja, das weiß doch ich nicht. Er und sie. Das weiß ich nicht. Hör doch auf. Ich habe noch nicht mal die Bücher davon gelesen. Ja, aber das wäre mal was für die Tochter. Mm. Nee, die mag noch nichts, wo es um Sex geht. Da ist aber es ist schön toxisch. Ja, aber... Dann weiß sie gleich mal, wie so eine Beziehung funktioniert. Ja. Nicht, dass der Mann das Sagen hat und sie dem Kerl hinterher zu laufen hat. Nee, das tut sie nicht. Aber, nee, das mag sie noch nicht. Kommt wahrscheinlich noch. Ja, wahrscheinlich. Dass sie Bücher mag, in denen es auch um Sex geht. ja, was haben wir noch geschaut? Weiß ich nicht, du hast das irgendwo aufgeschrieben. Ja, in deine WhatsApp-Gruppe mit, du darfst da ja gerne mal reinschauen. Filmemäßig sonst gar nichts, aber wir waren ja auch, wie gesagt, in Hamburg bis zum Montag. Ja, da ging nicht so viel. Ja. Moment. Jetzt muss ich erstmal in die Gruppe. Ja, jetzt muss ich erstmal hier. Was haben wir geguckt? Haben wir den Dschungel? Haben wir ja. Aber das haben wir ja schon. Ah, Quantum Leap haben wir. Wie spricht man es aus? Ja. AKA Zurück in die Vergangenheit. Ja, das haben wir angefangen. Aber erst mit Folge 1. Ja. Fand ich schon. Wir haben ja letztes Jahr ist die Serie beendet. Mhm. Also ich kannte die schon komplett, die Originalserie. Aber die ist ja Blu-ray erschienen und haben wir dann zusammengeguckt. Du kanntest das auch vorher gar nicht, ne? Mhm, kannte ich nicht. Genau. Scott Bakula, der ja alias Dr. Sam Beckett, der seit vielen Jahren, aber jetzt als letztes unter anderem eine Star Trek-Serie noch gedreht hat, der war sozusagen Captain Kirk. Das kann gut sein. Ich glaube, der war vorher auch schon mal irgendwo auf so einem Raumschiff, ne? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich kam mir irgendwie so dunkel an das Gesicht da. Aber ich da ging es zumindest ja im Groben darum, dass an einem Zeitexperiment gearbeitet wurde, in dem Dr. Sam Beckett immer in verschiedene Personen springen, bei denen etwas falsch gelaufen ist und er sozusagen dieses falsch Gelaufene wieder richtig oder korrigieren muss, um so seine Hoffnung nach Hause wieder springen zu können, aber er springt dann immer jedes Mal in eine neue Person, immer in der Hoffnung, irgendwann wieder zu Hause zu sein. Springt dann aber auch sogar mal in einigen Folgen wieder in seinen Heimatort, springt in seinen eigenen Bruder, also kommt dann nochmal in Kontakt mit seinen Eltern, die ja in der Jetzt-Welt schon lange tot sind und so weiter. Das ist durchaus sehr emotional und sentimental. Ja. Und es hatte ein offenes Ende. Die letzte Folge endete damit, dass er, beziehungsweise gar nicht wirklich ein offenes Ende, sondern es hieß in der letzten Folge, er kehrte nie wieder nach Hause zurück. Genau. Und jetzt waren wir... war ja auch dann die Gegenspielerin, ne? War da eine Gegenspielerin? Ja, aber die war in der letzten Folge nicht mehr nee, da. Nee, aber die kam vor. Die Böse sozusagen. Die Böse, ja. Genau. Wobei ja sein Hologramm
Dean Stockwell alias L, der ja dann zu Hause, nach Hause zu seiner großen Liebe zurückgekehrt ist. Das war sozusagen das halbe Happy End in der letzten Folge. Und jetzt ging es sozusagen weiter. Es gibt einen neuen Protagonisten, neue Zeitsprünge, ein neues Experiment und man hat zumindest die Urserie nicht vergessen, beziehungsweise nicht so getan, als gäbe es sie nicht. Beide Protagonisten werden erwähnt. Genau. Al und Sam, man sieht beide kurz in Fotos. Wobei ja Al, also Dean Stockwell, 2021 verstorben ist. Und auch in der Serie wird gesagt, er ist letztes Jahr gestorben. Genau. Ja. Genau das. Und es gibt eine Nachruftafel in Erinnerung an. Genau. Und was ich natürlich ganz spannend finden will, das weiß ich nicht, denn ich weiß auch nicht, wie es da weitergeht. Also ob sich an die Urserie weiterhin orientiert wird oder ob das jetzt sozusagen einfach mal so ein Querverweis war und das war es jetzt auch zur Urserie. Es wäre natürlich toll, würde Sam irgendwann mal so auftauchen, so einen Cameo-Auftritt haben. Das wäre schon cool. Ich hätte es ja noch cooler gefunden, hätte er es wieder selber gemacht. Aber er wollte übrigens nicht, er wurde angefragt und er wollte nicht. Vielleicht hat man nach 30 Jahren auch mit einer Rolle einfach abgeschlossen. Ich weiß auch nicht, wie es heute finden würde, wenn David Hasselhoff wieder Michael Knight sein würde oder in roten Badehosen am Strand in Zeitlupe entlang laufen würde, oder? Ich weiß es nicht. Oh, ja, diese Bilder. Aber ja, da sind wir gespannt. Haben wir jetzt eine Folge geguckt? Es gibt auch jede Woche nur zwei, die veröffentlicht werden. Mhm. Kann man über Join übrigens gucken und starten jetzt Ende Februar, glaube ich, bei ProSieben. Ja. Da gibt es wieder einen US-Serientag, ich glaube dienstags oder so, startet dann auch. Zurück in die Vergangenheit. Dann haben wir ja die üblichen Verdächtigen, da brauchen wir gar nicht jede Woche immer. Also wir sind weiter. Wir haben Praxis-Bülow-Bogen, Lindenstraße. Ja. Schwarzwaldklinik haben wir jetzt nicht geguckt. Haben wir jetzt nicht weiter, seit Hamburg nicht weiter. Mussten wir für den Podcast oder ich für den Podcast. Da geht es am 15. Februar übrigens los auf dem Kanal hier Fernsehschatzruhe, der Schwarzwaldklinik Videopodcast. Auch da haben wir in Hamburg ein paar Folgen bei Alster Film aufgezeichnet. Und ich führe übrigens die Tage ein paar Interviews mit Machern und Darstellern. Da ist schon so ein bisschen was organisiert. Das wird da noch mit eingefügt in diese Folgen. Genau. Und wir haben eine neue, wir haben ja abends immer zumindest so für 90 Minuten unser Game-Show-Vierer. Ja. Bestehend aus alten Folgen der Preis ist heiß, aus Familienduell, wo wir Familie Schorn, das dürfen wir gerne mal, den Thorsten Schorn, den kennen wir alle. Du hast ihn gleich erkannt, ich weiß genau. Was wer? Denn sie wissen nicht, was passiert, ist er dabei und ist ganz oft die Stimme von irgendwas, zum Beispiel aus Shopping Queen. Mhm. Da ist er immer die Voice und viele andere Produktionen auch. Genau, da war er 15 Jahre alt und mit seiner Familie, mit Mama, mit Bruder, mit Oma und Schwägerin. Aber wollte schon was mit Fernsehen machen. Wollte gerne in die Regie gehen oder sowas. Genau, Thorsten Schorn, 15 Jahre, Familie Schorn. Hat es aber leider nicht weit geschafft. Nee, leider nicht gekommen. Die anderen. Aber die waren auch... Oh, ja, ne? Ist immer so schön, dass du dich aufregst und sagst, die sind so doof, die Familien. Weil die oftmals Sachen wiederholen, die schon gesagt wurden. Das ist aber weil auch, ich mir sag, aber ein ja, bisschen aber der Aufregung. Die stehen nebeneinander. Auch. Ja, aber es ist doch. Und die müssen doch hören, was der andere sagt. Ist aber ein bisschen der Aufregung geschuldet. Was übrigens am Anfang jetzt noch falsch gemacht wird, was heißt ja denn immer beim zweiten Kreuz, die anderen dürfen sich zusammenrotten und besprechen. Später, was natürlich viel schlauer ist, ist einer nicht in der Gruppe dabei, sondern hört, was noch gesagt wird, um diesen Begriff nicht zu wiederholen. Weil wenn du dich besprichst, kriegst du das, was zum dritten X eventuell führst, als Begriff gar nicht mit und sagst das eventuell nochmal. Ja. Das wird später nochmal anders gemacht. Aber sehr schön. Ach, auch muss man sagen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Werner Schulze-Erdl, durchaus kommt auch so ein bisschen Chovy-mäßig manchmal der Herr mit seinen Sprüchen, oder? Ja, also aber so. Ich glaube, es ist auch die Zeit, ne? Ah. Ja. Ja, na klar. So ein bisschen anzüglich ist das manchmal, oder? Ja, so. Oder so dieses, hier, so gib mir mal ein Küsschen auf die Backe so oder das so. Das Heimchen am Herd und naja. Das sind die Anfang der 90er, ja. Das war halt so. Die waren im Umbruch, genau. Und dann haben wir eine neue Spielshow angefangen in dieser Woche, nämlich Dings da mit Fritz Egner. Die Sendung lief auch runde 10 Jahre, lief übrigens ähnlich wie Herzblatt. Wir sind die Folgen, die nur im dritten Programm BR liefen, dann ging es aber in die große ARD. Okay. Und dann geht es auch nicht mehr 30, sondern 45 Minuten. Aber finde ich auch eine wunderbar kleine, süße Sendung, die nicht
aufgeregt daherkommt und es passiert ja nicht viel. Muss auch nicht. Außer, dass Kinder, ich glaube zwischen 5 und 10 Jahre, Begriffe erklären müssen. Und wenn das sind aber auch welche dabei, die sind kleiner. Ich glaube, da war auch eine, da war Ne, gestern hat er noch gesagt, so. zwischen 5 und 10, aber ja. Und da, ja, sehr lustig. Vor allem, was für Begriffe Kinder damals, und wir reden hier Mitte der 80er, noch gewusst haben, wo Kinder mit Begrifflichkeiten heute nichts mehr anfangen können. Ne, da haben wir manchmal Begriffe oder auch Personen, Persönlichkeiten, ja, mit denen Kindern heute nichts mehr anfangen können. Nee. Aber auch manche Worte, mir fällt jetzt ad hoc gar nichts ein, aber da sind einige Sachen gewesen, Begriffe, wo man sagen würde, oh, das können Kinder in dem Alter, 5 bis 10, können die gar nichts mehr mit anfangen. Was aber auch, glaube ich, ein bisschen daran liegt, dass früher Kinder einfach auch mit ihren Eltern zusammen oft Fernsehen geguckt haben und man oft dabei saß, wenn Eltern was geguckt haben. Also zum Beispiel, wenn abends Nachrichten geguckt wurden, saß ich dabei, weil das Abendbrotzeit war zum Beispiel. Ja. Ob man das jetzt wollte oder nicht, aber man hat es einfach mitbekommen. Und ich wusste irgendwann, dass der Bundeskanzler Helmut Kohl ist. Ich weiß nicht, wenn du einen 6-Jährigen heute fragst, ob der weiß, wer Olaf Scholz ist. Der Kohlkopf. Ne, oder? Und selbst ein Franz Josef Strauß war damals ein Begriff. Was ist ja. Der Dickste. Olaf Scholz, der geht immer so unter, der ist irgendwie gar nicht existent. Ja. Oder? Das stimmt. Aber ein Markus Söder, also jetzt ein Strauß, haben damals auch die Kinder in Bayern gekannt. Es wurden ja nur Kinder aus Bayern. Ich weiß nicht, ob heute ein Markus Söder, wenn du heute in der 3., 4., 5. Klasse fragst, wer ist Markus Söder? Weiß nicht, ob das zu Hause thematisiert wird. Weiß deine Tochter das? Wenn sie fragen, wer ist Markus Söder? Sie fragen. Aber was denkst du? Würde sie sagen, das ist ein Politiker? Oder würde sie sogar sagen, das ist ein Politiker aus Bayern? Oder sogar ein Ministerpräsident? Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob die da in der Schule jetzt auch schon drüber, weil wenn sie nicht in der Schule drüber gesprochen haben, ist es absolut nicht ihr Interesse. Weil du es nicht thematisierst. Nee, ich rede jetzt nicht. Ja, aber es gehört, finde ich, auch ein bisschen zur allgemeinen Bildung, oder? Dass man, also, weiß ich nicht. Weil, zum Beispiel, wie gesagt, ich habe damals meinen Eltern einfach dabei gehockt, wenn Nachrichten geguckt wurden. Das machen die Kinder heute ja seltenst. Die sitzen vor ihrem Handy, die sitzen beim eigenen Fernseher, aber das ist so dieses mit Eltern was schauen, ist so dieses, hab's die Tage jetzt wieder gehört bei den Kollegen Kalkofe und Wecke, so dieses Lagerfeuer, also dieses, das Familie zusammen, und damit meine ich jetzt nicht mal, guckt mal zusammen einen Film, sondern einfach das Tagesprogramm. Also man sitzt bei den Nachrichten oder man hat früher, saß ich mit dabei, wenn Aktenzeichen XY lief oder was weiß ich, einmal weil es die Eltern geschaut haben. Das ist heute sehr selten so, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du es im Umfeld kennst, bei Bekannten, Freunden, anderen Familienmitgliedern, dass eigentlich jeder für sich eher das so macht, oder? So dieses Familien-Zusammengucken ist irgendwie, findet nicht mehr so wirklich statt. Ja gut, das, was jetzt wir Erwachsenen toll finden, finden ja die... Aber das war doch früher nicht anders. Wir als Kinder haben doch auch nicht alles toll gefunden. Nee, da gab es ja nicht so viel zu gucken. Ach. Da warst du doch froh, dass du am Fernsehen gucken konntest. Na, das finde ich nicht. Es gab doch trotzdem schon... Und wir hatten ja auch kein Handy, wir hatten nichts anderes. Nee, natürlich nicht, aber es gab doch irgendwann auch, gerade du bist ja ein bisschen jünger als ich, sowas wie Kika gab es ja dann auch irgendwann oder, keine Ahnung. Kika lief ja sogar keiner... Wie lange lief das? Bis 20 Uhr. Keine Ahnung. Also, läuft immer noch bis 20 Uhr. Ja, weiß ich nicht. Oder am Wochenende gab es ja auch schon dieses Kinderprogramm, auch bei ARD und ZDF, was vormittags. Weißt du versuchst ja, je kleiner die Kinder sind, oder eigentlich versuchst du so lange wie möglich, die Kinder von dem Ganzen so ein bisschen wegzuhalten und versuchst, dass sie so wenig wie möglich schauen. Nee, das habe ich zum Beispiel bei meinen Kindern nicht so gehandhabt, sondern weil ich wusste, das klappt nicht, weil ich schon im Kindergarten, ich werde nie vergessen, im Kindergarten, mein Großer zu mir kam und sagte, was ist Alarm für Cobra 11? Weil ein Kindergartenkind, das erzählte, dass er das mit seinen Eltern guckt, also die neue Staffel startet mit 4 oder 5 und das ist jetzt klar. Das ist jetzt kein Horror oder was weiß ich, aber trotzdem ist das doch nichts, was sich ein 4-Jähriger. Nee. Aber es war die Faszination der Autos, der Stunts. Und wir reden übrigens darüber, dass das um 20.15 Uhr läuft, wo auch ein 4-jähriges Kind in der Regel ja nichts mehr von der Glotze zu suchen hat. Und da fragte mich mein Sohn. Und da fiel mir schon auf, okay, du kannst den nicht wirklich fernhalten, dann steuere zumindest, dass es Dinge schaut. Ja, natürlich, klar, versuchst du das sowieso zu steuern. Wo er was lernt.
Und ich weiß nicht, die ersten Sachen, ich weiß nicht, was bei deinen Kindern die ersten Sachen waren. Also bei meinem war es dann halt so Disney-Sachen, so kleine Einsteins, Mickey Maus Wunderhaus, dann ging es mit Sesamstraße, Sendung mit der Maus, Hallo Spencer. Also so Dinge, Löwenzahn, wo man zumindest sagen kann, okay, da bleibt was haften und du lernst auch was. Ich war schon damals kein Freund von so Sachen wie, also mein Sohn hat nie Teletubbies geguckt. Nein. Oder aber auch so diese Animes. Aber war die Zeit da überhaupt noch Teletubbies? Sie war doch da schon vorbei. 2006, 7, 8, oh, ich weiß nicht. Vor allem, das ist ja jetzt, also ich weiß, dass gibt's mein, ja jetzt wieder seit mein einigen Jahren. Cousin, ne? Meine beiden Cousins, die es geguckt haben, die sind auch schon lange, lange, lange erwachsen. Aber ich hätte, ich hätte mich so geärgert, wenn mein Sohn dann als Kinder äffen ja nach. Winke, winke. Na, wenn es so winke, winke wäre, wenn es aber nur. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, nee. Also meine fanden Yakari ganz toll. Den kleinen Indianer. Yari. Yakari. Yakari, ich habe Kari verstanden. Und da dachte ich, ich kenne Kali. Kali gab es auch mit C geschrieben, aber das war noch früher, glaube ich, in den 90ern. Caillou. Wo wir uns immer gefragt haben, warum hat der keine Haare auf dem Kopf? Genau. Hat er Chemo hinter sich? Das haben aber meine Wurde das gar irgendwann so thematisiert? Geguckt. Ich glaube nicht. Caillou hat mein Sohn auch eine Zeit lang geguckt, das stimmt. Vor allem, weil das immer nur so 10-Minuten-Geschichten waren, die man so nebenbei weggucken Und heute hast du ja entweder hast du dir eine Blu-ray oder du guckst es über Streaming-Dienste. Und da kannst du ja alles immer schön raussuchen für die Kinder. Ja, das stimmt. Obwohl linear das immer noch, also so bei Ja, natürlich, aber bei linear kommt doch auch immer Werbung und die ganze Rotz. Ja. Und dann wollen die Kinder mal alles haben. Und, oh. Ja, aber das gehört am Ende, also damit sind doch selbst wir als Kinder schon aufgewachsen. Ja, also, dass wenn wir die Werbung gesehen haben, oh, das wollen wir haben. Ja, na klar. Das kann ja auch eine Inspiration sein für einen Weihnachtswunschzettel. Oder wenn wir früher die Kataloge uns, die Quelle-Kataloge und das wollen wir haben, das haben wir ausgeschnitten oder an. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Es gehört, finde ich, ja auch dazu, dass Kindern ja gesagt wird, das ist schön, dass du dir das wünschst und wenn du dir das eine Zeit lang, wenn das ein fester Wunsch ist, dann können wir auch drüber reden. Also nicht dieses, ich wünsche mir das und morgen genau, bekommst du das. Genau, und morgen ist es auch wieder was anderes und morgen wieder was anderes. Genau, also das ist ich ja durchaus halt, auch ein Prozess des Großwerdens. Genau, aber es ist halt auch ein bisschen viel, was da so an Werbung kommt und, es und ist was die Kinder da auf die einstürmt. Ja, und es ist in Supermärkten ja nichts anderes. Wenn du mit Kleinkindern einkaufen gehen, diese Reizüberflutung an Schokolade und diese bunten Aber Bildchen. Und das ist ja in der Werbung alles noch komprimiert und alles auf einmal. Ja. Und dann Aber das da, war auch immer schon so, finde ich. Auch ja, die na 90er. Klar. Aber wenn man es vermeiden kann, kann man es vermeiden. Ja, das Ding ist aber, du denkst, du kannst es vermeiden, dann sind Kinder aber bei anderen Kindern zu Gast und schon ist das mit dem Vermeiden dann vorbei. Sie mal, dann sehen sie fünfmal eine Werbung und 100-mal nicht. Also, ja, gut. Aber ich finde, da gibt es andere Dinge, vor denen man die wirklich bewahren sollte. Und das sind in der Tat Filme, die nicht für sie geeignet sind. Was in heutigen Zeiten von Handys du ganz schwer steuern kannst. Wir sagen ja schon zum Beispiel, das Wednesday muss jetzt die Tochter noch nicht unbedingt sehen. Ja, und das, obwohl es eine FSK 12 hat. Eine Folge war, glaube ich, 16, die so und, ein bisschen, ich glaube, die erste. Und obwohl das auch schon bei weitem jüngere Kinder sehen. Und es ist Schulhofthema. Ja. Muss halt nicht sein. Ja, das stimmt. Wobei ich mich gewundert habe, und da kann ich ja ein bisschen Kritik bei dir üben, sich über Wednesday aufregen. Aber ich weiß ja, und das hatte ich ja, glaube ich, hatten wir auch erzählt, als ich ja im November, Dezember ein paar Nachtschichten hatte, hast du ja angefangen, Dexter zu schauen. Ja. Und da kam wohl die Tochter einige Male rein. Da kam sie rein, aber die ist auch gleich wieder raus, weil sie gesagt hat, nee, das gucke ich nicht. Das stimmt, aber gestern fiel der Satz, warum bringt er eigentlich Leute um? Also sie war mit der Thematik vertraut. Und das muss ja irgendwo her. Das hatte sie ja mich schon mal gefragt, warum er das macht. Und das hatte ich auch gesagt. Aber du kennst ja Tochter, die fragt dann, hat es wieder vergessen. Warum? Genau, aber dass er es tut, war ihr trotzdem noch bewusst. Ja. Und das ist ja vielleicht auch irgendwie so ein bisschen anfixen. Also auch wenn du sagst, nee, das ist eher noch fernhalten, also weil sie selber sagt, nee, aber es ist vielleicht auch trotzdem, ne? Nee, weil dann würde sie es ja und im Vergleich, schauen wollen. Und im Vergleich zu Wednesday ist das durch eine ganz andere Kategorie. Ja, natürlich. Also muss man mal so sagen, ja, Wednesday ja, kommt denn dann doch eher ein bisschen auf die jüngere Zielgruppe ausgerichtet daher. Ja, natürlich. Wie damals die
die Filme von der Addams Family ja auch schon eigentlich eher Familienfilme waren, auch wenn sie ein bisschen gruselig daherkamen. Genau. Haben wir noch irgendwas geschaut, worüber wir reden können? Wir haben angefangen, nachdem wir ja Dalli Dalli beendet hatten, die ersten Kai Pflaume-Folgen zu schauen. Hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen, weil wir letztes Mal keine Folge hatten. Doch, war schön. Ist nett. Wir hatten Andreas Türk. Kai macht es toll. Haben wir die erste Folge geschaut, weil es gab ja mein halbes Jahr lang jeden Tag Dalli Dalli. Ich habe die auch nur mit dir geschaut, weil ja Oskar, der Schnellzeichner, Monika Sundermann, weil die da waren. Und so weiter. Und da ist uns übrigens aufgefallen, es hatte seinen Grund, warum Monika Sundermann damals nicht geredet hat bei Hans Rosenthal. Die hat da ganz viel geredet, Die hat gegackert. Die hat richtig gegackert. aber ja. Dann müssen wir kurz schauen. Dschungel? Wollen wir kurz was zum Dschungel? Das ist zwar schon jetzt eine Woche her. Bist du mit Lucy einverstanden, dass sie gewonnen hat? Also von den drei, die im Finale waren, ja. Ja. Ich hätte mir fürs Finale den Tim nicht reingewünscht, sondern eher den Mike und den Fabio. Aber ja. Ja. War halt so. War ist halt so. Genau. Und dann gibt's dieses. Hast du gesehen, die Kim Virginia hat da behauptet, nach dieser Party oder nach einer Party noch da im Hotel, hätte der Mike wieder bei ihr geklopft an der Hoteltür. Mhm. Was aber ja nicht stimmt, sagt er. Ja, wobei ich mir da eher vorstellen kann. Also auch wenn wir nicht mit der Taschenlampe dabei gestanden sind, glaube ich, ein Stück weit mehr ihm als ihr, weil sie ja durchaus sehr konstruiert und berechnet. Und er hat sie jetzt ja auch angezeigt. Ach, wegen was denn das? Ja, ich habe es gar nicht so genau gelesen. Wegen aber Klopfen an der Tür, Ruhestörung nachts im Hotel. Nein, er hat sie angezeigt, nicht sie ihn. Er sie. Okay. Wegen, glaube ich, Verleumdung und so auch, keine Ahnung. Das finde ich dann aber auch wieder lächerlich. Ja. Nee, wirklich jetzt. Also, wir haben die Tage festgestellt. Ja, ich weiß nicht, was da noch alles in den Nachrichten gehört, mit was sich Gerichte mittlerweile rumschlagen müssen. Also, das sind einfach so Dinge, Leute, ihr seid erwachsene Leute. Zur Not. Ja, vielleicht wollte er einfach auch nur mal zeigen, jetzt ist mal gut hier. Jetzt ist es wirklich gut und jetzt mache ich eine Anzeige. Ach, komm. Naja. Ja, ganz kurz noch zu, was haben wir geschaut? Ich habe es gerade im Nebensatz erwähnt, wir haben den Trailer heute Morgen gesehen. Gehörtest du damals zu denjenigen, die sich die drei Teile von Fakio Goethe angeschaut haben? Ich habe, glaube ich, zwei gesehen. Okay. Dank Tochter. Nur den ersten. Die findet die ganz toll. Die mag auch die Chantalle. Oh Gott. Aber man kann ja sagen, also da waren wir, war das mit dir zusammen? War das in Bavaria? Wo die Schulklasse aufgebaut ist, da gibt es ein Filmset von Fakio Goethe, war das in der Bavaria? Wo man sogar reingehen konnte. Da habe ich ein Foto gemacht. Keine Ahnung. In der Originalschulklasse damals. Das gab es als Filmset. Egal. Also ich habe den ersten, glaube ich, gesehen und da hat es mir schon gereicht. Also ich wäre da auch nicht ins Kino gegangen. Tut mir leid, ich mag Elias Mbarek, aber das fand ich ganz schrecklich. Das ist so richtiger Asimor. Das ist für mich genauso, als würden YouTuber Kinofilme drehen, was ja auch schon passiert ist. Weiß nicht, kannst du mit dem Humor was anfangen? Naja, so zwischendrin ist da schon mal ein Lacher. Aber es ist halt, glaube ich, echt eher für die Jüngeren. Für 10- bis 12-Jährige. Ja, aber es war ja so erfolgreich, dass es drei Teile gab. Und da gibt es jetzt sozusagen die Figur der Chantal. Wird weitererzählt. Chantal im Wunderland. Im Märchenland. Im Märchenland, Entschuldigung. Und Elias Mbarek, habe ich zumindest heute gesehen, hat einen kleinen Gastauftritt und es sind wohl auch andere Protagonisten. Wahrscheinlich, ich tippe, ohne es zu wissen, wir haben ja im Trailer gesehen, sie wird durch den Spiegel in das Märchenland gezogen. Wahrscheinlich tauchen die dann ähnlich wie bei Ottos sieben Zwerge irgendwie so da wahrscheinlich irgendwie auf. Oh, muss ich jetzt auch nicht ins Kino für, oder? Also wenn du mit Tochter gehen willst. Kannst du machen. Nee, sorry. Also, ja, also komm. Da lieber Pumuckl. Das guckt sie ja auch gerne. Ja, und du kannst mit ihr nochmal in Wonka ins Kino gehen. Ja. Ja. Genau, das war zu, was haben wir geguckt. Bleiben noch kurz bei den Celebrities. Celebrities. Die Wollnys. Ja. Da gibt es einen Vergewaltigungsvorwurf. Ja. Kedenta wirft ihrem Bruder, und das macht es ja nochmal heikler, als wäre das nicht alles schon schlimm genug, Jeremy Pascal, das ist der, der ja schon am Anfang der Doku-Soap, nämlich nach Staffel 1, nachdem sie sich, oder Staffel 2, nachdem Silvia sich von Dieter getrennt hat,
ist Jeremy beim Papa geblieben. Genau, da gab es auch 10 Jahre, glaube ich, jetzt keinen Kontakt. Ach, okay. Mhm. Da kam jetzt, der Kontakt ist jetzt wieder entstanden. Zum, ich weiß jetzt nicht, dieses Jahr. Zwischen Vater und Mutter oder zwischen, nee, zwischen Jeremy und der Mutter oder was? Jeremy und Mutter. Oder den Geschwistern. Mit einigen Geschwistern auch mit gab's, den Geschwistern. Na doch, mit den Großen. Mit es ganz, gibt ganz ja die, vielen. Die schon lange ausgezogen waren. Ja. Mit denen gab es wohl schon ja, die immer mal wieder Kontakt. Die sind ja auch nie in der, genau, in der Serie. Serie quasi. Genau. Mhm. Und da gibt es ein Vergewaltigungsvorwurf. Ja, aber der muss ja auch schon Jahre her sein. Ne, das weiß ich nicht. Doch, wie gesagt, den Vorwurf, da hieß es gestern jetzt noch bei Promiflash, dass der im Januar zumindest nochmal wiederholt wurde. Genau, der wurde wiederholt, weil im Dezember irgendwelche Zahlungen an diese Kalenta eingestellt wurden von der Silvia. Kalenta. Nee, ich glaube Kalenta steht über. Ja. Okay. Also sagt Silvia zumindest. Mhm. Und der Jeremy Pascal hat auch ein Statement abgegeben. Allerdings hat der die Kommentarfunktion darunter auch deaktiviert. Ja, du weißt ja, was immer genau, Leute und glauben. Hat eben geschrieben, dass es bei ihr schon immer so ein bisschen psychische Probleme gab und dass sie sich schon immer gerne in die Opferrolle gestellt hat. Ja. Und das Kind ist irgendwie auch ein aber es gab übrigens Obhut des Jugendamtes oder wie war nee, das? Nee, das oder? Ist, die Silvia hat die adoptiert. Okay. Und die also sie ist die Mama eigentlich, also rechtlich. Rechtlich. Und die Kalenta, die hat, sagt eben, ja, wie hätte sie denn Mutter sein sollen, weil es wurde ihr mal alles vorgeschrieben, was ich mir bei Silvia wirklich gut vorstellen kann. Und sie sei dann eben nach einem Jahr, nach diesem irgendeinem Urteil gegangen, weil da wohl das Jugendamt wirklich die Hand drauf hatte auf ein Kind. Mhm. Und ohne Kind, weil wenn sie mit Kind gegangen wäre, hätte das Jugendamt sie in Obhut genommen. Okay. Wann da irgendeine Adoption stattfand, keine Ahnung. Und die Silvia hat auch geschrieben, dass der Jeremy Pascal eben schon vor Jahren, es gab polizeiliche Ermittlungen und gab es nie, also da kam nie was raus. Hm, okay. Deswegen. Der übrigens auch schon ein Kind hat, ne? Ich meine, dass ich ein Foto gesehen habe mit einem Kind auf dem Foto. Das ist der ja. Jeremy. Ja, okay. Wird also sehen. Das ist alles so verworren. Mhm. Wer am Ende irgendwelches Recht hat, keine Ahnung. Apropos verworren, kommen wir zu Joe Biden. Also wir hatten ja mitbekommen. Da habe ich gar nichts mitgekriegt. Ja, habe ich gestern Abend noch mitbekommen. Auch da, ähnlich übrigens wie bei Trump. Da hast du es vielleicht mitbekommen, wo ja immer wieder alte vertrauliche Akten in seinen Häusern gefunden wurde und ja auch angezeigt wurde, soll es bei Joe Biden auch vertrauliches Material gegeben haben, was in seinen Privaträumen gefunden wurde. Da wurden allerdings die Ermittlungen jetzt eingestellt, das wird keine rechtlichen Konsequenzen haben, allerdings gab es sozusagen ein Gutachten trotzdem. Und in diesem Gutachten heißt es unter anderem, wie oft er verwirrt ist, nicht mehr Herr seiner Sinne und so Dinge, nicht mal weiß ich, wann er mal Vizepräsident war, in welchen Jahren das gewesen ist, wann sein Sohn gestorben ist, all diese Dinge konnte er nicht benennen. Hm. Ja. Und da muss man mal sagen, ob das der richtige Mann ist für das Amt des Präsidenten. Ja, das war ja, als der gewählt wurde, schon so, dass er schon die Vizepräsidentin da schon. Aber er will ja nochmal antreten jetzt auch, ne? Ja, und sagen wir mal so, es ist trotzdem die bessere Alternative zu Trump. Ja, wobei mir das, also ja, natürlich ist es eigentlich fast alles die bessere Alternative ja. als Trump. Aber auch da muss man sich bei ihm Gedanken machen, ob das wirklich so okay ist. Also man hat ja, als er gewählt wurde, schon gesagt, er wird nicht die ganze Amtszeit machen, sondern dann von der Vizepräsidentin eben abgelöst was wohl ja werden. Was nicht passiert ist. Nee, was nicht passiert ist. Und ich frage mich, liegt es daran, weil Amerika noch nicht bereit ist für einen weiblichen Präsidenten. Aber Amerika war auch bereit für einen schwarzen Präsidenten, deswegen bin der ich ist da aber nicht weiblich. Ja, wobei ich schwarz für Amerika noch verwunderlicher finde als weiblich. Mhm. Also, dass man das so. Aber nee, ich eher nicht. Ne? Nee. Okay. Wie wäre es mit einer weiblichen Schwarzen? Ist die nicht sogar eine Latina? Ja, das mag sein. Aber also, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich meine, dass sie eine Latina ist. Okay. Ansonsten Michelle Obama hätte bestimmt auch Lust. Ich glaube, die hätte auch ganz gute Chancen. Mhm.
glaube ich schon. Ja. Und das war, und da, auch da kann man gerne kritisch mit umgehen, ich habe die Amtszeit von Barack Obama geliebt. Also der hat sehr viel Positives nach außen transportiert, war in der Welt gern gesehen, egal wo er, wenn er ja, auch aber hat auch Kriege angefangen. So. Ich sage ja, wo viel Licht also, ist, ist auch Schatten, ja. Aber im Gegensatz… Also dass er einen Friedensnobelpreis bekommen hat, war schon weit aus dem Fenster gelehnt. Aber im Gegensatz zu den Präsidenten davor, ob das jetzt Reagan war, ob das Clinton war, ob das die Bush-Äras waren, ja. Und Trump, also da muss man sagen, da war Obama… schon noch das kleinere Übel. Ja, und man muss auch sagen, Übel. Wann hat Amerika keinen Krieg geführt? So. Genau. Dann als Abschlussthema, wir sind schon wieder weit über der Zeit. Beim Fußball wird es jetzt in Kürze eine, neben der roten und gelben Karte, eine blaue geben. Okay. Die wird zwar testweise jetzt erstmal eingeführt in verschiedenen kleinen Ligen und auch in der Frauen, beim Frauenfußball. Eine blaue Karte wird dann zukünftig gezückt werden. Oh, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, auch irgendwelche Regelverstöße, zumindest bewirken sie, dass du ein 10-minütiges Timeout bekommst. Die stille Treppe. Genau, so ähnlich wie beim Eishockey, ja, wo du ja auch auf die Bande, wo du auf die Bank musst. Ich finde das so schön, wie du über deine eigenen Gags am meisten lachst. Oh mein Gott, da gehen die Fußballspiele auf die stille Treppe. Und wenn du übrigens zwei blaue Karten kriegst, ist es ähnlich wie bei einer gelben, die wird zu einer roten und somit Platz verlassen. Mhm. Genau. Blaue Karte, ja, was hältst du davon? Freut sich die AfD darüber? Yeah. Ja. Nee. Ja, ist Fußball. Und ich habe jetzt AfD nicht ohne Grund gesagt, das müssen wir auch schnell erwähnen. Nächste Woche ist Berlinale wieder in Berlin. Und es waren einige hochrangige AfD-Politiker eingeladen zu Filmpremieren, die jetzt aber jetzt in dieser Woche wieder ausgeladen wurden, aufgrund der aktuellen Situation. Ja, nicht, dass sie abgeschafft wird, die Berlinale, wie der Echo. Nee, genau. Ja. Aber da fragt man sich natürlich, also diese Geschichten jetzt mit den Demos und diesem Treffen und dieser Situation, dass über irgendwelche Großmachtsfantasien gesprochen wurde, das war nicht letzte Woche, das ist jetzt schon ein bisschen her. Warum entscheidet man sich auf der Berlinale erst in dieser Woche da? Ja, weil man ja was zu reden braucht. Nee, weil da glaube ich der Druck schon wieder so groß wurde, dass man sich irgendwie… Die sollen endlich mal anfangen, bessere Politik zu machen. Dann löst sich das alles in Wohlgefallen auf. Ja, aber hat jetzt mit der Berlinale nichts zu tun. Auch das würde sich ich ja dann nicht. Ich meine nur, warum? Nee, man macht es, man lädt sie aus, weil der Druck so groß wurde, dass man sagt, ihr wollt die doch nicht wirklich ernsthaft einladen. Dass man sagt, okay, damit wir nicht in Verbindung gebracht werden, das zu unterstützen, laden wir sie lieber aus. Aber nur, weil der Außendruck, weil es überhaupt Thema in der Öffentlichkeit war und nicht, weil die Verantwortlichen selber der Meinung sind, das kannst du nicht machen, den kannst du nicht einladen. Ja. Denn das hättest du schon vorher überlegen können, dass du die nicht einladen kannst. Also hat es dieses beknackte Treffen nicht gebraucht. Das stimmt wohl. Ne? No. Gut. Sonst hast du dazu nichts zu sagen? Nee. Ah. Mann. So, damit wären wir durch für diese Woche. Ja. Und gibt es irgendwas, worauf du dich freust, außer Pasching als Schlampe zu gehen? Es sind Ferien. Ich bin nur noch bis zum 18. krankgeschrieben. Aber das riecht nach Verlängerung. Nein, ich möchte schon ganz gerne wieder arbeiten. Ja, aber ich weiß nicht. Solange du mir hier sagen kannst, dass du mich hier nicht unterstützen kannst, weil du nichts heben kannst, kannst du nicht zur Arbeit gehen. Also da bist du nicht einarmig. Aber es ist ja noch eine Woche. Okay. Na, schauen wir mal. Bleib immer positiv. Gut. Ja, immer positiv bleiben. An sich, ja. Und wir haben jetzt einen, aber da kommen wir nächstes Mal drüber, wir haben jetzt einen tollen Wochenhaushaltsplan. Ja, mal gucken. Der eingehalten wird. Mal gucken, wie lange das funktioniert. Peitschen. Ja, schauen wir mal. Ja, es muss funktionieren. Das ist, schauen wir mal. Der ist seit sieben Jahren Daumen. Da reden wir nächste Woche drüber, dann können wir nicht gleich erzählen, ob es die erste Woche schon geklappt hat. Oder ob wir uns verkracht haben. Ja. Oder ob wir gesagt haben, hier Kinder, da ist ein Plan für euch. In diesem Sinne, schönes Wochenende, macht's gut. Und das letzte Wort hat wie immer mein Boss. Bis dann. Dein Boss. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Die Buddies, eine fast perfekte Ehe. Immer freitags, immer 18 Uhr und immer auf allen Podcast-Portalen und dem YouTube-Kanal der Fernsehschatztruhe.